Heute hatte ich das Fernsehstudio aus mit Kameramannen. Ja. Plötzlich waren alle Kameramannen interessiert an diesem Kochbuch, weil alle nicht kochen können und einfach schnell etwas um den Tisch haben. Es ist so herzig. Wie viele Ross und Kühe ich da schon gerettet habe. Meine Güte, bei diesen Aufnahmen. Schade, gibt es nicht mehr. Musik fürs Herz. Radio Melodie. Wir wieder einmal die Frau in Jordi. Ja. Schon wieder. Das zweite Mal in diesem Jahr, gell? Ja, ist schon fast ein bisschen reingeschossen. Nein, ich freue mich sehr, wieder dürfen hier bei dir zu sein. Und inzwischen ist da alles passiert, wo anfangs Ende Mai erzählt hast. Dein Kochbuch ist auf der Marke. Es ist alles passiert, seht ihr. Es ist wirklich, das Jubiläumskonzert ist durch, mit klassischem Orchester. Ich habe ein Kochbuch gemacht, da, schnell und traditionell. Die CD ist rausgekommen, also ich war ganz ein fliessiges Bienchen und habe wirklich alles vorbereitet und gemacht, dass wir eben uns wieder sehen und wieder können über etwas Neues reden. Wir haben schon ein bisschen über das Kochbuch geredet. Du hast gesagt, das wäre genau etwas für mich. Es ist wirklich, ich habe das jetzt extra mitgebracht hier. Du siehst, schnell, traditionell. Es ist wirklich ein Kochbuch, das ich mit meiner Mutter geschrieben habe. Mhm. Sag ich mir auch, ich habe es geschrieben. Nein, ich habe das mit meiner Mutter zusammen geschrieben, weil es ist 3 Generationen Kochbuch. Ich habe das alte Kochbüchli von meiner Grossmutter gefunden. Mhm. So ein wunderschönes schwarzes, total vertarget schon, und aber mit handschriftlich schön reingeschrieben, ihre absolute Geheimrezept. Und dann habe ich das Gefühl, okay, das wäre ja eigentlich schon noch spannend, als ich angefragt wurde, für ein Kochbuch zu machen. Wenn man so die Familiengeschichte in ein Kochbuch rein tun kann, dann bin ich dabei. Weil das sagt dann auch etwas über mich aus, da lernt man dann sehr, sehr viel über mich auch kennen. Es sind Sachen, die sehr praktisch sind, Rezepte, die man zum Teil auch vergessen hat, eigentlich heutzutage schon. Und darum hat das also meine Mutter natürlich auch mitgestaltet. Sie ist schon überall drinnen. Und jetzt schlagen wir da auf, siehst du? Ja, wunderschön. Und dann machen wir Tack, oder? Pilaf à la Mami, oder? Mhm. Dann haben wir da 35 Minuten zu machen. Du brauchst nur die Zutaten da, ganz wenig ganz Zutaten. Wenig. Und hast auch nur diesen kleinen Text zur Anleitung. Verstehst du, das kommt schon durch. Da bringe ich an. Ja, alles in eine Pfanne, fertig, Schluss. Und was haben wir da gelesen? Ein Dienstagsmenü ist das gewesen, genau bei uns. Mhm. Immer das Dienstagsmenü. Bei uns gab es den Pilaf immer am Dienstag, da meine Mutter am Vormittag turnen war. Siehst? Dann muss es schnell gehen. Ja, dann kommt sie um 11:30 nach Hause. Mhm. Dann muss sie noch schnell Tag kochen, oder? Mhm. Und das Zeug auf den Tisch. Und es ist eben, ich bin so ein praktischer Mensch. Ich will das eben auch, weißt, dass es wirklich kurze Wege bis ans Ziel. Und das ist genau das Kochbuch. Es sind alles kurze Sachen drin, wo alle nachher kochen können. Und wahrscheinlich mit Sachen, mit Zutaten, die einfach relativ schnell überkommst, wo nicht lang musst in einen grossen Supermarkt oder so, oder? Du verstehst mich, wir waren früher immer im Garten. Genau. Ich bin immer mit meinen Eltern musste ich jäten, und dann wieder den Garten pflegen. Und gehst mir noch schnell Rüebli holen aus dem Garten oder Bohnen. Ja, dann ist mir wieder gesäckelt, oder? Und es hat auch immer eins von uns müssen zum Mittag kochen, wenn wir eine Ferien hatten, Schulferien hatten. Das ist wirklich, ich bin mit dem gross geworden und eben mit diesen natürlichen Produkten. Und auch das Fleisch, das hier drin ist, man sieht es in den Fotos. Das ist von meiner Schwester, von ihrem Bauernhof. Mhm. Die haben selber einen Bauernhof mit Mutterkuhhaltung. Und da habe ich Fleisch nur von ihr, Eier von ihr. Das Gemüse hat sie einen riesen Gemüsegarten, da ist da drin noch fotografiert. Das ist wirklich ein Kochbuch, das extrem viel über mich und über mein Privatleben einfach erfährt. Das ist wirklich das Schöne daran. Also du steckst mitten drin. Ja, wirklich. Ich bin man wirklich findet auch einiges wahrscheinlich außen über dich in dem Fall. Ja, was nicht hast gewusst. Sag dir. Und das ist, es ist also verratet man jetzt aber nicht, man muss ein Buch kaufen. Ja, noch selbstverständlich. Es hat ja zum Beispiel der süße Zopf, den würde ich jetzt noch vorne suchen. Hier, guck. Der süße Zopf, das wäre das. Das ist so ein Hefegebäck mit Süß und mit Weinbeere drin. Und das hat immer mein richtige Grossi gemacht. Das ist die Mutter von meinem Vater. Mhm. Und die ist aus dem Schwabenländle, ist die gekommen, aus Deutschland, Süddeutschland. Mhm. Und das war immer ihr Geheimrezept gewesen. Und das haben wir niemandem weitergegeben. Sogar einem Caminada habe ich gesagt, nein, ich kann dir das nicht geben. Das ist unser Familiengeheimnis. Und jetzt haben wir eine Abstimmung gemacht und haben gesagt, okay, wenn ich jetzt das Buch mache und eben auch mit den Rezepten der Grosseltern, dann muss das so jetzt rein. Und jetzt sind wir wirklich, das ist so nicht so eine Oma schon, eben auch mein richtiger Grossi und an die alten Zeiten, an die schönen Zeiten, die wir alle erlebt haben, wir Kinder und haben dürfen haben. Und es ist wirklich so,
Ja, ich glaube, also ich und meine Mutter, ich glaube, wir haben am meisten Freude daran, an diesem Buch. Hat man es schon gemerkt? ich glaube, nicht nur ihr zwei, sondern einen ganzen Haufen Leute wahrscheinlich. Hast du denn schon Rückmeldungen bekommen? Es ist seit dem 31. Ganz viel. Juli, gell? Ja, es ist jetzt draußen. Ich habe schon ganz viele Rückmeldungen bekommen und sehr viele, die eben auch schon gekocht haben und mir dann ein Foto geschickt haben, oder? Ja, also wenn du etwas nachkochen musst, musst du mir ein Foto schicken, genau. Verstehst du? Und mit, wie soll man mit Hashtag kochen mit Francine, tun wir das immer veröffentlichen, die das wollen. Und das ist wirklich spannend, wie jetzt die Leute so darauf reagieren und jetzt die Menü nachher kochen. Und eben auch Männer oder so. Es hat jetzt sogar mein Vater angefangen kochen. Oder der, der sonst eigentlich nicht so kochen, nimmt jetzt so das Kochbuch vor und sagt, also gut, heute koche ich. Und dann macht er das nach dem und es klingt, es ist wirklich hervorragend, einfach. Heute hatte ich auch das Fernsehstudio aus mit Kameramann. Ja. Plötzlich waren alle Kameramann interessiert an diesem Kochbuch, weil alle nicht kochen können und einfach schnell etwas um den Tisch haben. Ja, es ist so herzig. Und dann wahrscheinlich Partnerinnen oder so wollen überraschen. Ja, weißt du wie? Cool. Hey, weißt du, wie da kannst du Punkte sammeln? Ja. Hey. Da kannst du dann wieder in den Ausgang, du zu den Kollegen. Kommen wir vom Kochbuch noch nicht zur CD? Ja, noch nicht. Ein anderes Thema, Jubiläumskonzert. Ja. Das hast du ja dort mal, wo wir in Bern waren, angekündigt. Das ist inzwischen mit grossem Orchester, mit recht grossem Tararitrara und auf Bühne. Und ich habe Ausschnitt gesehen. Fantastisch. Vielen Dank. Es war wirklich ein Geschenk, gewesen, das Konzert. Das muss ich ganz klar sagen. Es war ein riesiges Geschenk, gewesen, dass ich das machen durfte. So, wirklich meine Lieder, auch von den Anfängen habe ich viel gesungen, im klassischen Gewand quasi. Und mit dem Orchester durfte ich zusammenarbeiten. Es war ein sehr emotionaler Abend. Gewesen. Es ist wirklich, ich habe dort Leute gesehen im Publikum, wo einfach seit Jahren begleiten die mich. Fans, die mich wirklich seit Jahren begleiten und immer noch dran sind. Und auch mein, zum Beispiel meine Fanclub-Präsidentin Monika Schürch, die ist Präsidentin seit 25 Jahren. Die kennt jeden im Fanclub gegen 1000 Mitglieder, jeden beim Vornamen. Die ist mit dem mitgewachsen und das war so ein schöner, spezieller Abend. Ich habe das unglaublich genossen, das dürfen zu machen. Es war ein Krampf. Wir wollen jetzt nicht nur schön reden. Es war ein riesiger Krampf. Ja, natürlich. Also, das sind ja alles extra Arrangements, wenn ich es richtig verstanden habe. 2,5 Stunden Programm, alles extra gemacht, mit Medleys drin, die wir extra für den Abend haben gemacht. Mit Ausflügen wie Ave Maria von Bach Gounod habe ich gemacht mit Orchester. Oder ja, ein Proud Mary von Tina Turner habe ich gemacht. Extrem breit, aber wunderschön. Also ich habe es sehr genossen, ob schon, dass ich schon zecken müssen, 2,5 Stunden lang. Das ist schon noch anstrengend. Ist das einmalig oder kann man da irgendwo noch schauen, noch hören? Oder haben Sie gefunden, wir haben eben gesagt, das ist jetzt mal etwas Einmaliges. Eben. Das muss jetzt einfach, wenn das jemand schauen will, hören, dann muss er jetzt einfach dorthin kommen. Mhm. Und man kann das jetzt nicht, wie das in der heutigen Zeit halt immer so üblich ist, noch heute streamen und dann von daheim aus. Nein, man muss dorthin und man muss das einfach miterleben. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass es jetzt einfach nur, es gibt auch keine CD davon, es ist einfach nur die es jetzt haben miterlebt. Es gibt einen kleinen Zusammenschnitt bei mir auf Instagram und Facebook, wo man kann anschauen, aber sonst gibt es gar nichts. Also wirklich eben so richtig... Der Moment. Der Moment. Ja. Wichtig, dass der Moment eben wichtig ist. Ja, der Moment wichtig und der Abend war für mich einfach sehr wichtig gewesen. Und es ist eigentlich auch so, wie ich angefangen habe. Wir haben nicht angefangen mit Streaming und Handy, sondern alles aufnehmen, sondern wir haben wirklich angefangen mit geniessen und bewusst herhocken und bewusst etwas miterleben. Jetzt kommen wir zum neuen Album. Leben heisst es. Ja. Ein Sammelsurium habe ich dann irgendwann ausgefüllt. Also du hast ein Leben getauft, aber irgendwo ist es ja gleich auch ein Sammelsurium von Songs. Wenn ich durchgeschaut habe, die einen oder anderen habe ich schon gekannt. Also, es ist so quasi ein verschiedene Sachen zusammengetragen. Es ist, kannst du nicht so sagen, weil es ist ja heutzutage so, dass man immer bei diesen Spotify, wenn du eine CD veröffentlichst, kannst du nur eine Single machen. Und das ist so schade. Und darum müssen wir jetzt eigentlich mit Künstlern einfach umdenken und müssen halt immer ein paar Singles veröffentlichen. Und nachher bringt man, wenn man ein paar veröffentlicht hat, bringt man dann am Schluss das ganze Album raus. Und das ist halt
das ist halt auch der heutige Trend, wo man mitgeht und wo sich halt verändert hat. Es ist nicht mehr so wie früher, dass wenn eine CD kommt, dass alle Titel neu sind, sondern dass einfach ein paar man halt schon kennt von den Singles her. Aber es ist alles in den letzten 2 Jahren entstanden und sehr viel aus eigener Feder mit dem Tommy Mustache zusammen und unserem Team da wiederum gemacht. Es ist Leben, weil halt auch das Leben viel vorkommt. Mhm. Wenn es ein zweites Leben gibt, die neue Single ist Leben drin, genau. 1000 Leben ist Leben drin, auch sonst bei den Texten ist sehr viel Leben drin. Schon das erste Cover, das so bewusst ist, das so geerdet ist, das nicht strahlend ist, weil eben Leben, du weißt es auch, es ist nicht nur ein Höhenflug. Es hat auch, rosa-rote Luftballon hat es auch, aber es gibt einfach auch die herausfordernden Seiten. Und das gehört auch dazu und das ist auch alles drauf, es sind alle Thematiken eigentlich so drauf. Und es hat diverse Duett- oder Zusammenarbeit. Ja. Vorhin ist mir, wo du gesagt hast, CD macht man ist am Schluss draufgegangen. Die sind ja auch drauf. Ja. Die haben den letzten bekannt, sie geben nichts mehr raus. CD. Aha. Also nur noch, wenn du wahrscheinlich keine CD mehr geben, weil das geht langsam weg. Ist Streaming rein. Zusammenarbeit mit diesen Leuten. Zum Beispiel mit den Graufgängen, das war wahrscheinlich noch cool, oder? Es war sehr lustig, ja wirklich. Ich habe ein Projektangebot bekommen mit dem Titel «Zurück zu dir». Ja. Und das ist ja österreichisch, ja. Dialekt, oder wie wir das ja kennen. Ja, ja, genau. Und da bin ich wirklich gefordert, gewesen, nein, das Gefühl, kann ich, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht alleine machen, da muss ich ein Duett daraus machen. Und habe also überlegt, ja, wer könnte das mit mir machen. Und Draufgänger habe ich halt von vielen Konzerten kenne, die von Fernsehsendungen und so. Und dann habe ich dem Albert angerufen und gesagt, hey, würdet ihr das mit mir machen? Und du müsstest mir aber auch noch Österreichisch lernen. Und er hat sich wirklich Mühe gegeben, es war herzig. Er hat mir alles eingesungen und alles gegeben. Und er hat gesagt, so musst du, nein, so musst du. Und so. Und er hat geschwitzt. Aber ich glaube, es ist jetzt gar nicht so schlecht rausgekommen. Dann hast du Zusammenarbeit mit dem Art Garfunkel Junior bei. Ja. Also so ein absoluter Klassiker von Simon & Garfunkel, mal, oder? Ja, die haben auch «Bye Bye Love» haben sie auch gesungen, wobei es ist ja von den Everly Brothers. Genau. Ja. Und jetzt hat er mich angefragt für das. Wir haben uns gelernt kennen bei der Fernsehsendung und so Backstage und haben uns sehr gut unterhalten, weil er auch sehr viel Schweizisch war und glaube ich immer noch ist. Ja. Und dann hat er mich später angefragt für das Duett und ich finde, die Stimmen passen super zusammen. Und das ist auch wieder sehr eine schöne Erfahrung gewesen, die ich hier machen durfte. Ross Anthony, mit ihm hast du bei uns auf der Radio Melodie Schlagerbühne gesungen. Ja, selbstverständlich. Da haben wir das Duett das erste Mal in der Schweiz gesungen. Das hat es vorher überhaupt noch nicht gegeben. Und das, er ist halt, wie soll ich sagen, er ist eine coole Nudel. Er ist so wie ich. Oder wir sind so Stimmungsmacher und wow und so. Und hinten dran, aber auch trotzdem sehr tiefgründig, sehr überlegt. Sehr bewusst. Und das, ihn kenne ich einfach schon ewig lang. Und es hat Spass gemacht, den Titel mit ihm zu machen. Aber Marc Pircher kennst du schon ewig lang. 15 Jahre. Gut, Eiderbichl, du. Von wie vielen Ross und Kühen ich den schon gerettet habe. Meine Güte, bei diesen Aufnahmen. Schade, gibt es nicht mehr. Wir haben vor kurzem wieder darüber diskutiert, Weihnachten auf Gut Eiderbichl, dass es das nicht mehr gibt. Das ist eigentlich sehr schade, weil es hat immer super Quoten gehabt. Mit dir halt immer, immer schön und wichtige Themen, die dort angeschnitten wurden. Also ihn kenne ich natürlich ewig, ja, das ist wirklich. Und vor kurzem hat er bei einer Fernsehsendung einen Geburtstag gehabt, bei «Wenn die Musik spielt», und da ist er wirklich, er hat mir wohl Blumen bringen. Und er ist wirklich in 5. Stock aufgesäckelt. Und weil er im Scheiß war mit der Zeit, hat er gedacht, ja, ich nehme nicht den Lift, ich nehme den Stegen. Er ist oben nach, er hat mir fast nicht können Happy Birthday sagen, weil er so gekichert hat. Aber er hat Blumen gebracht. Und bei einem Zillertaler heisst das etwas, wenn er den freiwillig Blumen bringt. Vielleicht hat er das jetzt inzwischen gelernt. Ja, vielleicht. Es hat auch noch ganz spezielle Songs. Du hast letztes Mal schon, ich habe dich dort mal gefragt, gibt es denn auf dem Album auch etwas Mundart? Und es hat ein Mundart-Lied. Da hast du schon angekündigt, dass der George Lunecker wieder etwas geschrieben hat. Ein Lied, das dich an andere Lieder erinnert. Ja, weißt du, ja, weil ich ja auch irgendwie mein 25-Jähriger thematisieren auf dieser CD. Aber ich wollte es nicht so plump machen, weil ich bin nicht der, der sagt, hey, heranschauen, ich habe 25 Jahre, sondern ich bin so eher so, ja, ich habe 25 Jahre, ich bin mega dankbar, vielen Dank. Und darum habe ich dann gedacht, okay, wenn wir jetzt dort ein Lied machen können, wo einfach alle Titel
drin sind, die für mich privat wichtig sind. Mhm. Oder einfach ein Teil von diesen Titeln, die für mich privat wichtig sind. Aber auch Titel, die in meiner Karriere wichtig sind, so wie das Feuer vor Sehnsucht mhm. kommt davor, Tränen kommt davor, aber es kommt eben auch, jeder braucht seine Insel oder Io Senza Te oder Baut Moos oder so. Es kommt halt auch alles drinnen vor. Und es ist echt so zu einer Hymne geworden. Ja. Oder Georg hat auch gesagt, hey, ich habe ein Lied, das ist super, das muss los. Und ich dachte, oh, Achtung. Aber es ist wirklich, also mir gefällt es selber auch. Hast du mit? Textet, hast du ihm gesagt, welche Songs oder ja. quasi welche Songstitel am liebsten drin sollten sein? Alle Titel habe ich ihm gesagt. Wenn er muss drin tun, habe ich wirklich alle gesagt. Ich habe eine Prioritätenliste gehabt, die musst du zuerst nehmen und mhm. wenn es noch Platz hat, noch ein bisschen mehr. Aber er hat das alles selber gemacht. Er ist so ein Talent. Es macht so Spass, mit ihm zusammen zu arbeiten. Und ich mache ja das schon seit 13, 14 mhm. Jahren, arbeiten wir schon zusammen. Ja. Und es ist immer wieder eine Riesenfreude. Jetzt bist du viel auf Promotion-Tour, ja. Leben, jetzt bist du mal ein bisschen ländlich unterwegs bei uns, eher. Ja. Aber vor allem geht es natürlich dann in so Sachen in die Städte. Ja, es ist natürlich schon sehr viel Stadt. Also ich habe jetzt gerade die letzten 4 Tage, habe ich jetzt gerade, was habe ich gemacht? Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München. Jetzt hier zu dir, oder? Sachs, wer kennt es nicht, Weltstadt. Und dann geht es gerade wieder weiter, morgen auf Leipzig. Also es ist schon sehr viel Städte und ich bin so dankbar, dass ich jetzt da wieder ein bisschen auf dem Land bin und jedes Bäumchen, das ich eigentlich sehe und auch das Blümchen, das da vor uns steht. Das ist so, das berührt mein Herz. Ich bin einfach, ich bin das Land. Ey. Und was macht der Theo derweil? Ja, der ist jetzt eben bei meinen Eltern. Mhm. Und der wird jetzt dort extrem verwöhnt. Und nachher übernehme ich ihn wieder und dann zeigt er mir dann wieder die kalte Schulter, oder? Wenn ich dann eine Woche wieder daheim bin, dann kommt dann wieder die kalte Schulter und dann muss er einfach viel gestreichelt werden, dann geht es dir auch wieder. Aktuell, dein Song heisst «Wenn es ein zweites Leben gibt», da geht es vor allem natürlich um die Liebe, mhm. aber geht es auch um den Lebensweg. Du hast ja, man kann bei dir ja auch ein bisschen von einem zweiten Leben reden, du hast ja eine recht schwere Krankheit, auch irgendwie hinter dir. Ja, also es geht eigentlich schon auch darum, eben, dass mit 46 hast du den einen oder den anderen Schicksalsschlag. Mhm. Jeder hat das hinter sich und jeder hat seinen Rucksack, den mhm. er muss tragen. Ob jetzt prominent oder nicht prominent, spielt gar keine Rolle. Und das ist schon eigentlich so die Bedeutung, dass eigentlich meine Lebenseinstellung auch, dass du, egal was du hast gemacht und egal was du jetzt für einen Weg hast gemacht und welche Entscheidungen hast mhm. getroffen und welche Fehler du das Gefühl hast gehabt, dass du gemacht hast, dass man eben nichts bereuen soll. Und es ist ja, erstens kannst du nichts ändern, mhm. es ist also verlorene Energie, wenn du dich darauf aufregst, was du jetzt vor 3-4 Jahren hast gemacht mhm. oder noch in der Kindheit oder in der Teenagerzeit oder so, das hätte ich nicht sollen. Und zweitens ist es einfach wirklich, du kannst es ja jetzt anders machen. Mhm. Du kannst dich jetzt anders entscheiden. Vielleicht hast du 2-3 Mal die gleiche Erfahrung gemacht in deinem Leben, aber jetzt kannst du es anders entscheiden und kannst jetzt neu in Zukunft eigentlich auch bauen und aufbauen und neu gehen. Und das finde ich so wichtig, dass man eben das nicht bereut, was war. Mhm. Wir fragen sie so viel in den Interviews. Also was würdet ihr jetzt anders machen in eurem Leben? Und ich sage, nein, eben nicht. Ich würde mhm. gar nichts anderes machen, weil ich bin jetzt genau da, wo ich soll sein, da, mit den Erfahrungen, die ich soll machen soll. Und jetzt gehe ich weiter und jetzt entscheide ich mich neu. Und jetzt ändere ich, wenn ich irgendwie so wie ein altes Muster wieder vorkommt oder so. Das finde ich eben wichtig, nichts bereuen. Und darum ist der Titel irgendwie so ein Herzenstitel von mir. Jetzt war ja im Bernbiet das grosse Schwingfest. Ja. Verfolgst du damit? Die Ostschweizer haben gewonnen. Ich wusste, das kommt. Ja, der hat gewonnen oder der hat verdient gewonnen. Das muss man doch auch sagen. Also es ist, wie soll ich sagen, ich verfolge das schon mit, weil ich habe ja auch noch ihre Familie. Ich habe Böse gehabt und ich hoffe, dass jetzt wieder ein Böse kommt, der Hadorn, oder? Und ich verfolge das natürlich schon mit und eigentlich eben schon seit Jahren. Ich hatte eine Grosstante, Lina, die ist jetzt leider verstorben, ja. aber die hat auch jedes Schwingfest hat die geschaut und wags nicht, ihre in dieser Zeit anzuläuten oder zu Besuch gehen. Sie tut er nicht auf und sie nimmt auch keinen Telefonhörer ab. Also sie hat das wirklich extrem praktiziert und auch meine Grosseltern natürlich, die hätten gewusst, dass sie die Hymne mal singen, beim ESAF.
Ja, die wären natürlich mit stolzer Brust durchs Dorf gegangen, gell, ist klar. Aber es ist eine lange Tradition, auch in meiner Familie. Mhm. Ja. Und du hast gesagt, aber du hast, glaube ich, zweimal hast du für Schwingfest Musik können machen. Nein, ja, ich habe einfach eine Hymne gemacht, ja, mit genau. Zusammenstehen. Aber ich war schon an 8 ESAFs. Mhm. Ja, 8 ESAFs habe ich gesungen und habe dort Konzerte gegeben. Ja. Ah. Also ich bin schon, ich glaube, das erste war Aro, das ich gemacht habe. Ja. Und dann bin ich an jedem. Mhm. Und das nächste ist ja jetzt. Hier. Das nächste ist ja bei euch raus. Ja, ja, genau. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt. In den letzten Jahren hast du immer die Silvester-Show gemacht. Mhm. Von daher hat man jetzt, bis jetzt noch nicht viel gehört. Gibt es wieder oder wie ist wir sind das? Voll dran. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Es wird meine 9. Ja, definitiv. Die grosse Silvester-Show, auch das Jahr wieder. Für Schweizer Fernsehen, ARD und ORF. Und zusammen wieder mit dem Hans Siegel, mit dem Bergdoktor. Und wir sind jetzt schon voll dran, ja, weil Mitte November wird es aufgezeichnet. Also wir haben schon alle Künstler und wir sind schon am Buch dran jetzt. Und das ist wirklich eine schöne Aufgabe, die ich hier machen darf. Und auch eben, weißt, nach 25 Jahren überhaupt nicht selbstverständlich, dass das noch darfst. Genau. Ich habe so viele Leute gesehen kommen und gehen in diesen 25 Jahren. Ich bin echt unglaublich dankbar, dass ich immer noch da sein darf. Und wenn man ein neues Album hat, geht man meistens irgendwie auch auf Tour oder geht man einfach, nimmt man die Konzerte, die einfach gar können? Ja, ich bin eben eigentlich die ganze Zeit auf Tour. Ich mache gar keine Pause. Es ist wirklich erstaunlich. Ich mache ja, immer wieder Konzerte. Jetzt bin ich in Chur am 29. September. Bin ich dort an der Schlagerparty. Ich bin die ganze Zeit da und nehme natürlich aber jetzt auch die neuen Lieder mit, das ist ganz klar. Und dann mache ich eine Weihnachtstournee in Deutschland. Sind wir da den ganzen Dezember unterwegs und da freue ich mich auch extrem drauf. Ich bin ein unglaublicher Weihnachts-Junkie. Mhm. Ich habe sogar ein Weihnachtstitel noch dran drauf. Ja, ich habe es Das ist so der Titel, wo dann alle so denken, okay, jetzt spinnt sie. Aber nein, es ist ein Weihnachts-Junkie. Und ich habe gedacht, was will ich mit dem Titel? Weihnachts-CD ist im Moment nicht geplant. Mhm. Also kann man doch auch im August anfangen. Mary's Boy Child kennt jetzt wirklich jeden. Frieden, oder? Ich meine, das ist ein wichtiges Thema. Ja. Thema Frieden für die Welt. Also genau. Von dem her... Passt immer. Passt immer, leider. Ja, leider passt das immer. Ja. Und ist eben auch ein Thema, das immer auch sehr beschäftigt. Mhm. Ja. Wenn man mehr von dir will, wenn man CD will, ein Kochbuch will, wo kommt man es am besten über? Oder du, im Laden natürlich, im Laden? Online kann man es, also es gibt ja nur noch wenige Läden, die das hat, leider. Aber im Laden, es gibt es online, kann man es bestellen natürlich, man kann es auch über meinen Fanshop bestellen, das ist alles möglich. Es wird auch zugeschickt, also wo ihr wollt. Es freut mich extrem, wenn ihr es unterstützt. Ja, weil es ist auch nicht mehr selbstverständlich, dass man CDs verkauft. Richtig. Und wenn jetzt zum Beispiel ein handsigniertes Exemplar... Ja, dann das gibt es nur über meine Homepage. Sonst gibt es das nicht. Also das handsignierte CD und natürlich auch Kochbuch, das gibt es einfach über die Homepage. Dann tue ich das auch und schreibe auch eine Widmung drin. Und ich gehe davon aus, wahrscheinlich auch bei deinen Konzerten hast du es dabei. Selbstverständlich, bei den Konzerten natürlich. Da haben wir auch noch den neuen Kalender. Jetzt haben wir den ganzen Bauchladen ausgepackt. Ich sage dir, wie viel musst du mitnehmen für so ein Konzert in diesem Fall? Und Nicole macht das ja immer. Ja, Nicole ist der erste Merchandise-Packer bei mir. Die kommt auch und lädt das aus, meine Schwester. Sie nimmt aber schon noch viel mit. Das ist wirklich so. Aber was so schön war, vor kurzem hatte ich ein Konzert gehabt, und eben schon das Kochbuch dabei. Und meine Eltern konnten zuhören. Und dann hat meine Mutter also ihre erste Signierstunde mit 78 gemacht. Sie hat überall hat sie reingeschrieben und Widmungen geschrieben. Es war so herzig, wirklich. Es war auch wieder eine wunderschöne Erfahrung. Frosin, danke vielmals, dass du bei uns vorbeigekommen bist. Und viel Vergnügen auch beim Rest von der Promotion-Tour, die noch vor dir hast. Vielleicht nicht immer ganz auf dem Land. Nein, vielleicht nicht immer ganz. Aber die Abwechslung behaltet ja das Leben quasi sehr spannend. Vielen Dank, Werner. Danke vielmals.